Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute haben wir tatsächlich mal nichts mit den Ashlands zu tun. Ja, doch, haben wir. Wir müssen ja noch die Dingens holen, die zwei Sterne Asquiths. Aber zuerst einmal natürlich wieder den Kleinkram. Ich glaube, ich hatte letztes Mal ja die Aufnahme beendet, dass wir nach den Bären und so weiter geguckt hatten, ne? Ich glaube ja. Oder habe ich es verschoben auf das nächste Mal? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist mir aufgefallen. Da muss ich mal kurz hoch in die Rüstkammer. Ich habe ja gesagt, wir haben alles abgegradet und so weiter. Und dann ist mir während der Aufnahme etwas aufgefallen. Und das war nicht hier drin, sondern das war hierbei. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen bescheuert, ne? Mir ist ja aufgefallen, dass hier die Kapuze und, ne, und das hier, die waren noch Stufe 3, weil ich ja gesagt habe, die hier in der Kiste ist, die muss ja nicht gemaxt werden. Ja, jetzt habe ich hier alles gemaxt, bis auf die Hose. Aber das ist mir jetzt auch ein Dorn im Auge und jetzt will ich die Hose auch upgraden. Dann haben wir eigentlich sinnlos zweimal die rote Robe auf Max, ne? Aber gut, was soll's. Ich kann es jetzt nicht so da einfach drin lassen. Ich muss es craften, es tut mir leid. Also eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid. So, alter gewobene Robe, Hose, meine ich. So. So, jetzt haben wir alles auf Max. Sehr gut. Und es sei denn natürlich, ihr habt noch irgendwo was gesehen. Dann immer her mit den Infos. Hier haben wir noch 13. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie wir das mit Weichgewebe machen, weil wenn wir auf Erkundungstour sind, werden wir ja sowieso wieder durch die Mistlands müssen. Und da können wir dann natürlich entsprechend immer, wenn wir irgendwas Bestimmtes brauchen, also wenn wir zum Beispiel wieder eine Zwergenbase sehen oder so, können wir die natürlich ausräuchern. Mit dem ein oder anderen Troll. Aber mal gucken. So, erstmal machen wir so. Und so. Hervorragend. Dann gehen wir mal nach unten. Denn es gab noch etwas anderes zum Craften. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau, was wir brauchten. Aber das ist ja dieses zeitlich Begrenzte. Und was denn? Wir haben ja gerade Sommer. Also müssten wir ja dieses Blumending herstellen können. Davon wollte ich welche machen. Oder ist schon zu spät? Habe ich schon verpasst? Nee, oder? Ist doch Mittsommer. Wir sind doch gerade mitten im Hochsommer, oder nicht? Hä? Hä? Ich dachte eigentlich, wir können die herstellen. Die können wir doch nicht bei der Schmiede herstellen. Habe ich es zeitlich verkackt? Kann das sein? Weil das müsste doch hier sein. Moment, Moment, Moment. Ich schaue noch mal kurz nach. Ich gehe noch mal langsam durch. Exklusive Ladung. Nee, ist nicht dabei, ne? Nee. Ist nicht mehr dabei. Shit. Hä? Wir sind doch mitten im Sommer. Ich dachte, ich kann diese Kronen noch herstellen. Nein! Weil mir ist nämlich aufgefallen, dass die Jungs die auch komplett aufgebraucht hatten, ne? Und, also, beziehungsweise Raymond ist ja zum Beispiel, ne, konnte er seinen alten Account nicht refreshen. Wegen Update-Problemen, keine Ahnung. Und deswegen hat er jetzt keine Krone mehr. Deswegen wollte ich ihm eigentlich eine nachcraften. Aber gut, dann halt nicht. Schade. Aber was anderes steht noch an. Und zwar die Schilde. Aber warte mal, erstmal gehe ich nach unten. Und kümmere mich um den ganzen Krempel. Ich weiß ja nicht, ob ich hier noch Barren hatte. Nee. Hier waren, glaube ich, die Erze soweit durch, ne? Sehr gut. Eisen, gucke ich mal. Flauschi. Ja, Zapfi und Flauschi. Die haben sich hier festgeglitscht. Ich könnte noch ein bisschen Eisen anschmeißen. Dann mache ich das auch. Hol ich mir ein Zwambo raus und machen hier nochmal eine weitere Fuhre. So. Oh, auch endlich wieder Kohle. Sehr gut, dass das geklappt hat letztes Mal. Freut mich außerordentlich. So. Hier rein. Und hier rein. Huch. Nach Sprinten. Gut. Da bin ich richtig schnell und weit gesprintet von dem einen zum anderen Ding. So, hier ist fertig. Der natürlich nicht. Okay. Ich wollte mal, haben wir hier irgendwo die Mana-Dinger? Weil die sind wirklich kurz vor down. Oder hier, Ausdauer. Weil Heiltränke haben wir jetzt erstmal ordentlich wieder. So. Ach ja, natürlich, den 20. So. Und so. Beziehungsweise diesmal war es der 19. So, das hier rein.
Und die Eisenbarren hier. Sehr gut. Und ansonsten, oh, stimmt. Wir haben hier ja gerade sogar noch Feuer drin. Da gucke ich mal, was brauchten wir denn nochmal für die... wo haben wir denn, längere Da, längeres Eider. Harz, Trauben, blaue Pilze. Gut. Soweit so easy. Aber ich weiß nicht genau, Trauben hatten wir glaube ich noch, ne? Ja, dann nehme ich mal einen Stack raus. Dann die blauen Pilze. Auch ein Stack. Oha, da müssen wir wieder craften. Also ein bisschen was anbauen. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Geht ja schnell. Aber zuerst einmal Met aufsetzen. Und da, warte mal, ich gucke mal, wie viel Platz haben wir hier denn? 4. Ja, oder ich mache direkt, komm, ich mache einfach alle weg. Dann haben wir wieder ein bisschen Magie Met, oder? Oder I say? So. Nochmal. Und nochmal. Zack. So, dann packe ich die hier rein. Und den einen... Ja, der braucht noch, ne? Keine Ahnung. Den schmeiße ich einfach oben drauf. So. Oh. Vielleicht ein bisschen zu weit hinten. Ich schmeiße ihn mal weiter vorne hin. Dass er eher davor liegt. Ah, so ist perfekt. Gut. So, hätten wir das auch. Perfekt. Ich hatte auch überlegt, Flachs nochmal anzumachen, weil wir jetzt ein bisschen was davon weggecraftet haben. Mache ich auch, ne? Komm. Kann ja nicht chainen. Wir haben so viel Flachs. Weißt du? Da können wir das easy entbehren. Und dann gehe ich mal hoch. Guck nochmal nach den... Ich glaube, wir hatten... Ich hatte letztes Mal gesagt, das mit Mühlen und so, das machen wir bei der nächsten Aufnahme. Deswegen schaue ich mal nach. Harz? Gucke ich danach nach. So. Trauben, keine Ahnung. Und hier... Nee, der ist immer noch nicht durch. Halt euch mal! Gut. Und Trauben, sind die wenigstens respawned? Ja. Ein paar sind respawned, aber wahrscheinlich nicht so viele, ne? Warte mal. Ich schau noch mal, weil die spawnen ja immer so seltsam nach. Ich habe ein bisschen das Gefühl, der... also hier würden eigentlich auch welche spawnen, aber der verdrängt die. Und wenn ich die jetzt abernte... Wird sozusagen nochmal refreshed und dann wird er merken, oh, hier ist ja gar keine Traube mehr in der Nähe und deswegen spawnt er eine andere. Und ich glaube, das wirkt sich auch auf die, die auf der Seite sind, aus. Das ist zumindest meine Theorie, warum wir pflücken, warten und, ne? Ich glaube, das hat damit zu tun. Ich weiß es nicht. Natürlich. Keine Ahnung. So. Ja. Ja gut, komm. Weg hier. Und nochmal Harz holen. Hä, was lag denn hier? Ach so. Ach so, das ist von dem Effekt. Ich dachte gerade, hier lag ein Item. Gut, Nebellandebase. So. Hör damit. Hör damit. Und hiermit ebenfalls. Dann wieder zurückgerannt. Sehr gut. Dann laufe ich mal runter und sortiere das schon mal ein. Weil das sind ja nur diese zwei, ja, beziehungsweise drei Sachen. Magie hier rein. Dann die Samen hier. Und die Beeren, die hat 9 Beeren. Naja, dann ist der Stack wieder voll. So, und ich nehme mal die blauen Pilze. Und verdoppel die mal, wa? Da ziehe ich mir sogar das und das an. Komm, wozu haben wir es denn gekauft? So, dann nach oben. Und nochmal in die Nebellandebase. Sehr gut. Dann den hier. Und blauer Pilz, let's go. Wir haben ja mehr als genug Platz. Deswegen baller ich ja einfach mal random irgendwie rein. So. Ah ja, Ausdauer. Ja, ne? Und wie wir das mit den Geier-Eggs machen, weiß ich immer noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwie... wenn wir das als wichtiges Nahrungsmittel haben wollen... Ich glaube, das ist unmöglich zu farmen, ne? Also irgendwie... Dass wir es unendlich farmen können. Hatte Maria auch eingeschrieben. Genau genommen sind ja sozusagen die Eggs, also diese Nester, endlich. Ne? Also klar, die Geier nicht. Die können immer respawnen. Aber die spawnen ja auch nie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ein Ei. Also, keine Ahnung. Das ist irgendwie... Dafür, dass das neue Top-Ausdauer-Food ist, ist es echt teuer. Also von den Ressourcen her sind diese Geier-Eggs...
überraschend wertvoll. Ne? Hm. Also falls ihr da irgendeine Idee habt, wie wir das lösen können, dann immer her damit. Weil ansonsten muss ich mir ein anderes Ausdauerfood suchen. Ne? Muss ich das zweitbeste nehmen? Keine Ahnung. Wie auch immer, wir gehen zurück. So, hätten wir das auch. Perfekt. Dann würde ich sagen, ab nach unten. Hm. Wir haben ja das hier nicht verbraucht. Aber ich würde die hier mal reparieren. So. Und wieder hineinpacken. Sehr gut. Dann ziehen wir unsere Klamotte wieder an. Haben außerdem ein bisschen Magiezeugs gefunden. Das packe ich hier auch rein. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns endlich mal um die Schilde, wa? Ja, da haben wir ja schon entsprechendes vorbereitet. Ich nehme mal Edelholz. So, kommt so. Keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Und Bronzenägel hier. Da werde ich nicht so viele brauchen, glaube ich. Keine Ahnung. So viel brauchen wir auf gar keinen Fall. Ich glaube, ein Stack hätte auch gereicht von Edelholz. Ich nehme erstmal das, das und das und das. Denn hier würde ich direkt anfangen. Oder? Da so eins und da so eins. Zum Beispiel. Ich mache einfach mal Möbel. Das hier. Und dann so zentral rein. Ja, ne? Ich glaube, das sieht geil aus. So und... Warte. Da dann, ne? Ja, ne, dann doch lieber hier zwischen. Da und... Hier. So. Hör damit. Und dann Schilde. Einmal den blauen und einmal diesen roten. Also hier ran. 6. Und hier dran. 7. Und schon sieht sie Wikinger-mäßiger aus, ne? Kann es sein, dass der ein bisschen höher hängt? Oder sieht das nur so aus? Ne, der hängt höher. Ist mir jetzt schon ein Dorn im Auge. Also nochmal. Hüpf. Weg damit. So. Und weiter runter, ne? Warte mal. Ist natürlich das Ärgerliche, dass wir hier jetzt nicht irgendwie Anbaupunkte haben oder so. Ja doch, das muss schon so. So. Und 6. Ja. Ja, das ist viel besser. Sehr gut. Könnte da vielleicht noch was dran machen, aber ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. So, erstmal könnt ihr ja sagen, wie ihr das findet. Oh, wir haben es doch gleich Nachmittag, aber erstmal gehen wir nach hier oben. Ach ja, ich muss ja natürlich auch die Schilde mitnehmen. Moment. Die habe ich mir ja alle vorbereitet. Denn in unserem Schlafzimmer verteilen wir auch nochmal die anderen 4. Wie und wo, keine Ahnung. Das werden wir jetzt herausfinden. Wir können ja einfach mal gucken, wo wir freie Stellen an den Wänden haben. Hier zum Beispiel, ne? Da dran. Dann sagen wir mal... Warte mal, ich scroll mal ran. Da, wo die beiden aufeinandertreffen, in der Mitte und dass es unten bündig ist. Also so. Und das gleiche hier. Oh. Hier ist ja nur ein halber zwischen. Das bedeutet, wenn ein kompletter dazwischen sein soll, muss das hier sein. So und so. So. Und dann machen wir hier oben... Das 6er. Und daneben das hölzerne. So. Ja. Und dann noch da eins und da eins. Das hier würde ich gerne freilassen. Ja. Und das da oben können wir eigentlich mal aus so Edelholz wechseln, ne? Fällt mir gerade auf. Das da auch. Ja, das mache ich auch gleich. Aber erst einmal. Huch. Hüpf. Hier so zum Beispiel. Oder so mitten rein. Das wäre dann da. Hier so auf dem Brett. Diese Höhe. So. Ich muss das natürlich genau abziehen. 1, 2. 1, 2. Das heißt, es wäre nach dem hier, ne? So. Sieht aber irgendwie ungerade aus. Warte mal.
Nee, doch, da sind drei Bretter zwischen und hier auch. Jo, sehr gut. Dann mache ich hier die... Das Rote kommt hier hin. Oh, nein, nicht ausrüsten. Anbringen. Und dann mache ich daneben das andere Rote. Ah nee, das haben wir da schon. Dann mache ich da das Blaue hin. Ja. So. Ja. Sieht schon besser aus, tatsächlich. Und das Letzte können wir dann vielleicht irgendwie hier anbringen, ne? So, sozusagen gespiegelt dazu. Da kann ich ja mal abmessen, was... Ja, ne? Da haben wir den so. Und dann mache ich den so. Ja. Oder war das Stopp? Ja, doch, ist richtig. Bei dem Brett auf der Höhe so. Zack. Und Schild angebracht. Oh. Ah, ne, doch nicht. Ist ein anderes rotes. Dann ist okay. 6. So, und jetzt haben wir hier ein paar Schilder aufgehängt. War ein Kommentar, der sich darum, also, der sich das gewünscht hat. Keine Ahnung, es ist ein bisschen zu sehr verteilt, ne? Aber es sieht auf jeden Fall doch schon ein bisschen wikingeriger aus. Wikingeriger. Ihr wisst schon, was ich meine. So, wie auch immer, ich würde sagen, wir gehen mal pennen, wa? Denn die Sonne ist, glaube ich, gerade untergegangen. Ah, eine Sache können wir eben noch machen, das mit dem Edelholz. Das geht ja fix. Nicht Edelholz. Wie heißt es? Teerholz. das Edelholz kann nämlich wieder rein. Und die Nägel ebenfalls. Und dann nehmen wir mal Teer. Ein Batzen und Holz. Ein Batzen, so. 1, 2, 3. Ich brauche nur 3 Teer. Weil dann muss ich hier nicht wieder runter. Das restliche Holz kann ich nämlich oben lassen. Ich brauche nur 3 Teer, glaube ich. Ja, ja, das müsste stimmen. Deswegen nehme ich hier noch einen Batzen raus, damit wir auch oben das Feuerholz wieder aufgefüllt haben. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist. Ich guck mal. Ich gehe ja stark davon aus, ja. Weil wir nehmen immer wieder was raus und füllen auf, aber füllen es nie nach. Ich mach mal so. Und den weg. Hör damit. Und dann nehmen wir den hier natürlich und machen den so dran. Ja, viel besser. Warum habe ich das denn nicht schon vorher so gemacht? Warum habe ich denn das aus Holz gelassen? Keine Ahnung. War ich wohl wieder Brain AFK? Keine Ahnung. So, hier ran. Und das gleiche nochmal dort. So. Zack. Sehr gut. Und das restliche Holz packen wir hier rein. Dann können wir das wieder hier und hier hin machen. Und dann würde ich sagen, gehen wir eine Runde pennen, wa? Gute Nacht! So, guten Morgen! Shit, mir fällt auch gerade ein, wir hätten auf Asquinjagd gehen können. Nein! Ja, egal. Dann machen wir das nächste Nacht, wenn ich dran denke. Hä, ich habe doch gerade gespeichert. Wieso speichert er nochmal? Ich speichere immer extra beim Schlafen, damit er das nicht hier macht und dann es so ableckt. Kein Plan. Ich wollte nochmal nach Met gucken. Kann die Barren hier reinpacken. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen nachrüsten, ne? Wir haben sehr viel Materialien verbraucht. So, ist der hier fertig? Nein? Nein. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Aber Flachs ist durch und dann mache ich nochmal eine Fuhre an. So. Aber ich glaube, das reicht dann auch. Ne, wir machen ja immer jeweils 40. Das ist fast ein kompletter Stack. Und so viel haben wir, glaube ich, gar nicht verbraucht. Ich guck mal nach in der Stoffkiste. Ja. Mit dem nächsten Stack haben wir das hier auch gefüllt. Dann ist die untere Reihe wieder voll. Sehr gut. Ja, dann haben wir, glaube ich, die To-Dos größtenteils erledigt. Die Schilde, das kann weg. Und To-Farm, blaue Pilze, Rauchwölkchen, Mehl, Trauben, Geier-Eggs. Ja. Mehl und Trauben. Ich guck nochmal, ob jetzt mittlerweile die Mühlen endlich fertig sind. Sollten sie doch ein wenig sein, oder nicht? Ich glaube, das ist immer windabhängig, ne? Wenn ich weggehe, das hatten wir das letzte Mal, wenn ich weggehe und es war windstill, dann arbeiten die Mühlen nicht weiter. Das ist immer so ein bisschen random. Ich guck mal nach. Das hat auf jeden Fall sich schon mal gut angehört und die sind auch ganz schön am Abrattern. Wie sieht's aus? Ja, die sind durch. Gott sei Dank. So, dann nehme ich erstmal Mehl. Ich glaube, das wird schon fast unser komplettes Inventar füllen, ne? Ja, das war's schon.
So. Gut. Das heißt, ich muss sowieso mehrfach gehen. So oder so. Ich will trotzdem mal hier alles sammeln. Ich schmeiß mal Mehl hier vor. Sehr gut. Hast du ja schön auf den Haufen geworfen. Und dann können wir die Mühlen hier wieder abreißen. Ach, was mache ich denn? Brauche ich nicht auswählen. So. So. Und so. Und hier war noch eine Mehlpackung. Hör damit. Und das auch noch weg. So. Natürlich sind wir überladen, aber da habe ich schon stark mit gerechnet. Weil das ist ja doch schon eine Menge Baumaterial. Dann würde ich sagen, wir nehmen so viel Mehl mit, wie es geht. Ich gehe sowieso gleich nochmal her wegen der Trauben auch, ne? Also erstmal zurück. So, das Baumaterial kann ich direkt hinten beim Lootloch reinschmeißen, weil da sind ja auch die ganzen Baumaterialien. Das hatte ich ja sogar tatsächlich extra so designt, weil die Baumaterialien immer mit das Schwerste sind. Ne? Und dann können wir das immer direkt hier einsortieren. Dann müssen wir nicht immer nach da hinten rennen, zum Beispiel. Holz rein! Stein rein! Und die Nägel hier. Ah, nee. Einen da drüber. Zack. Ja, jetzt haben wir hier sogar zwei Stacks. Passt schon. Sieht ein bisschen komisch aus. Ein bisschen unsortiert, aber ist es ja eigentlich nicht. So, Mehl rein. Und dann holen wir den letzten Rest auch noch. Und auch gleichzeitig noch die Trauben. Also run, run, run. Sehr gut. Und hier nochmal ein paar Trauben gepflückt. Komm schon. Gib mir 1000. Eine Million! Ich will nie wieder Probleme mit Trauben haben. Ja, ne? Ich glaube, die Dinger habe ich zu dicht beieinander gebaut. Wenn hier jetzt was spawnt, dann hindert es, dass hier weiter was spawnen kann, ne? Und auch dieses von der einen Seite und von der anderen Seite ist gar nicht so clever, wie ich dachte. Ich glaube, die halten sich die ganze Zeit gegenseitig auf. Oder? Aber so ganz habe ich auch noch nicht, also steige ich auch noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich zugeben. Mit diesen Reben. Und warum spawnt es hier nichts? Hä? Müsste hier jetzt nicht mindestens eine Traube nochmal nachspawnen? Wie lange braucht das denn, bis das wächst? Ich bin wahrscheinlich einfach zu ungeduldig, ne? Ja, gut. Ja, dann zurück. So, hervorragend. Dann können wir den Stuff direkt hier unten in die Kiste hineinschmeißen. Mehl. So. Oh ja. Haben wir es wieder aufgefüllt. So will ich das sehen. Und Beeren natürlich. Das will ich nicht sehen. Da will ich viel mehr sehen. Was haben wir eigentlich nochmal für Portale? Ach ja, A. Das A-Portal. Wo führt ihr das nochmal hin? Ich guck mal kurz nach. So. Ah, hier waren wir. Soll ich das abreißen? Weil wir haben ja hier Not 5. Ich glaube, wir haben hier auch unser Reiseportal, ne? Ich kann die tauschen. Ja, so mache ich das. Denn auch das war mir ein Anliegen. Wir haben ja während der Ashlands-Reisen immer wieder Notportale aufgebaut. Und die sind jetzt da in der Mitte und müllen total unser Portalraum zu. Finde ich überhaupt nicht schön, ehrlich gesagt. Und das möchte ich ganz gerne. Also eigentlich will ich am liebsten sämtliche Portale hier wieder entfernen. Finde aber, dass das ein oder andere Notportal doch schon seine Daseinsberechtigung hat. Wir könnten in der Ashland Base alle Portale hinbauen. Das Asphin-Jagdgebiet zum Beispiel würde ich behalten. Notasche 5. Und auch das A-Portal würde ich dort hinbauen. Außerdem brauche ich ein Zwischenportal. Moment. Ich gehe mal kurz. Edels. Halt. Zwei können wieder rein. Ich brauche nur ein Zwischenportal. Um kurz umzubenennen. Es wird jetzt wieder ein bisschen friemelig, aber das müssen wir Gott sei Dank nur einmal machen und dann haben wir wieder Ordnung. Weil so ist mir das doch zu chaotisch. So, wir haben hier das A-Portal. Das führt zu den Ashlands und die Notportale. Ich würde die tatsächlich einfach mal alle... Erstmal benenne ich das um, ne? Ja. Ich mache das folgendermaßen. Also, ich baue hier... Schienes, Portal 1 und das nenne ich so wie letztes Mal XYZ. So, jetzt gehen wir in das. Warte, wir gehen in das Dingensportal. Hier in das Reiseportal. So, oh, das habe ich hier auch echt beschissen positioniert, ne?
Oh oh, hier brennt schon. Ich baue das mal hier lieber rein. Ich habe schon wieder Angst. So, und dann mache ich mal Verschiedenes so. Und das nenne ich jetzt XYZ. So. Hindurch.